So, und gut, du gehst vor, würde ich mal sagen. Ich ziehe mir jetzt ausweichen. So, mal einen kleinen Ticken hier gewartet, damit er halt weniger Schaden kriegt. Den einen habe ich auch absichtlich. Ach, vielleicht hätte ich ihn nicht vieren sollen. Hätte er vielleicht noch nachträglich. Egal. Passiert. Es hat ja alles geklappt, wunderbar. Ja, die sind auch sehr schlau. Vielleicht schaut man mal einmal auf der anderen Seite, ob man. Ne? Wir sind da nicht durch. Definitiv sind wir da nicht durchgegangen. Ich habe es immer bisher als selbstverständlich genommen, dass man durch Mura durchgeht. Ich meine, es gibt sogar welche, die präferieren Mura vor dem Sunset. Einfach weil man bei Mura viel weniger laufen muss. Und das Tor da hinten ist halt echt Pillepalle. Also, mal ehrlich, was haben die sich dabei gedacht? Da hinten ist entweder ein Bot oder ein echter Spieler. Das ist sowas von ein Bot. Hui. Ups, das ist so nervig, dass die Baden-Bots sich immer nochmal gegenhielen. So. Oh, guck mal, ich habe wieder die Quest. Ach, das ist so schlimm. Ich habe diese ganzen Blümchen-Quests damals nicht aktiv gemacht und dann hat man sie immer noch. Und man ist auch irgendwie zu faul, sie zu passen. Und das bringt ja auch nichts, weil violette Quests keinen Platz ab wegnehmen. Oh, komm schon, könnt ihr mal schneller laufen? You don't say. Das hat eine 1. Ja, gut, okay, ja. Hä? Oh, stimmt ja, ich habe die Quest voll. Die wiederholbaren hier kann ich passen. Die kann ich nämlich da auch wieder annehmen. Und mich nervt das mit dem Haken. Ganz ehrlich, es nervt übelst. Weil ich habe Sachen in der Auswahl, die ich nicht in die Auswahl normalerweise tue. Weil es unnötig ist. Ich habe irgendwie Lust, draußen zu bleiben. Hä? Ja, gut, das kann jetzt ungefähr an 5 Leute gehen. Ich habe auch jetzt, dadurch, dass ich immer in Nusra, ich glaube, so heißt das Gebiet, rumlaufe, auch stelle ich mein PvP gern. Ich glaube, ich brauche bald eine Aufladung. Oh, nicht nur bald, ich brauche eigentlich eine Aufladung. Ach, egal, können wir auch ein bisschen fallen lassen. Oh Gott, ich dachte gerade, hier ist PvP, aber der ist ja innerhalb. Oh, bin ich bescheuert. Ich hoffe, da stirbt jetzt niemand. Einen könnte ich porten. Bitte lass ihn nicht verrecken. Oh Gott. Jetzt ist der Bart, der Gunner ist im Sleep. Jetzt kriegt er Schaden. Ich glaube, sie haben es geschafft. Oh, der hat da aber nochmal gerade einen auf die Fresse gekriegt. Tut mir leid, das mit dem Langlaufen kann vielleicht. Ich schaue dann nicht aktiv aufs Laufen. Sorry, das ist wahrscheinlich in der Aufnahme gerade mega unangenehm gewesen, weil ich weiß, es ist manchmal nicht so angenehm. So, jetzt frage ich mal. Ja, natürlich, du kriegst den Port. vielleicht der ohne Laufrolle rumläuft. Einfach nur, weil er ohne Laufrolle rumläuft. Aber ich glaube, der ist auf dem Mount. Ja, er ist auf dem Mount. Auf dem Pagari. Den habe ich, das fand ich total toll, auf dem Twink bekommen, als ich Rentos Normal Mode war. Da habe ich mich sau gefreut, weil er hatte keinen Mount und ich hätte ihm sonst einen Mount holen müssen. Und das wollte ich nicht. Weil. Doof. Um ganz ehrlich, ich war mir gerade nicht sicher, ob ich den Entry noch frei habe. Sonst wäre ich jetzt auch noch in den Shop reingetappt und hätte mir die Rolle geholt oder wäre umgelockt. Aber ich war mir gerade echt null sicher, ob der frei ist oder nicht. Und war gerade leicht in Panik. Ja, ich hätte jetzt ja. Das ist halt saukacke gewesen. Oh, ich muss jetzt wieder Erosion reintun. Und ich muss mir überlegen auch noch, wenn ich dann später ernsthaft diese Skills benutze, wie ich die in die Leiste tue. Ich meine, die ist voll. Die ist echt voll. Also, ihr seht es ja. Gut, ich könnte überlegen, ob ich, na, ob ich halt das Stigma socke oder. Ja, aber trotzdem, die Leiste ist einfach voll. Da ist kein Platz für so einen Kack. Oh, es wäre so gut, wenn man die Sachen einfach direkt in Fünfer-Schritten oder. Hä? Achso. Weil ich hier die Skills noch geboostet habe. In Fünfer-Schritten machen könnte. Das wäre so schön viel praktischer. Except yes. War das nicht? Ihr seid noch gerüstet, okay.
Gott, ich habe keine Lust mehr. So bin ich überhaupt Rentos gegangen? Habe ich einen an der Klatsche? Ich meine, also EP-technisch, außer du machst, nachdem die aus Rentos raus sind, nochmal einen Clearrun, bringt es jetzt nicht so viel. Obwohl, ganz ehrlich, das bringt es sogar relativ. Ich muss mal gleich gucken, ob die rausgehen, die Gruppe. Ich habe auch gar keine Lust darauf, um echt zu sein. Da mache ich lieber die Venga-Quests. Nee, aber das habe ich... War ich nicht gestern Rentos? Ich könnte schwören, dass das gestern gewesen war. Nee, gestern hatte ich gar keinen Bock. Gestern hatte ich nur Serien geguckt. Das war vorgestern. Okay. Auf jeden Fall, als ich vorgestern Rentos war, haben wir danach noch dann zu zweit die Mobs gemacht. Und vor allem die Drachen. Halt, die Drachen geben mir so oder so viel EP. Die sind, ja, sehr toll. Kommt schon. Kommt schon. Geht. Geht. Oh Gott. Jetzt aber. Was bin ich überhaupt für eine Zahl? Okay, die 4. Das wäre jetzt natürlich echt gut gewesen, wäre ich in die falsche Kanone reingerannt. So, auf Video. Einfach mal so, weil ich es kann, weil ich ja richtig Skill habe. So. Meint nicht jemand, der früh mag und nicht dieses... Oder er hat aber... Hallo? Ja, ihr habt es ja gehört, you can't attack. Eigentlich waren es 60 Meter, aber... Ja gut, dann darf ich halt noch nicht angreifen. Auf jeden Fall wird es klappen. Außer jetzt steigen spontan alle aus, weil sie denken, es klappt sowieso. Ah, gut, dann haben wir es. Ich glaube, ich setze nochmal einen nach. Nach dem Motto, doofes Ding. So, war ja eigentlich unnötig, aber gut. Och, danke, jemand, der mir nicht die Zahl über dem Kopf lässt. Ich finde das wirklich ganz störend, wenn ich eine Zahl über dem Kopf habe. Einfach nur, weil ich auf der Tastatur dieses Auswählen der Zahlen habe und ich einfach... Was war das? Ach, was? Hä? Wer war das? Ach, das war der... Entschuldigung, ich habe so lange nicht mehr den, Flugzeugbuff vom Baden gesehen, dass mich das gerade echt verwirrt hat. Ich muss mir gleich daran denken, dass ich bei Vashati nicht Infernal Bride und Dispel machen darf, also direkt danach. Weil, ne? Dann habe ich den Dispel nicht ab, wenn es dran geht, ihn zu dispeln, und das wäre ein bisschen blöd. Und ich mag das allgemein nicht, weil dieser Boss, der posiert mich einfach in meiner Rota. Ich meine, ich kann keinen so effektiven Dot drauf schmeißen, bevor ich ihn gedispelt habe, aber für sonstige, wirklich sinnvolle große Skills hat es auch keine Zeit und oh, einfach nervig. Ich nehme übrigens absichtlich meistens den Schlüssel nicht, weil ich genau weiß, dass mir dann irgendwas passiert ist. Ich meine, ich bin sogar schon in Rentos durchgefallen. Okay, er will ja dann das hier noch vorlaufen. Okay, ich nehme eben das weg. Ja, der schafft das auch. Gar keine Angst einfach. Also es gibt wirklich hier Leute. Ich habe letztens einen Templer gesehen, 67, und der hatte knallhart 15.000 Leben. Ich saß davor und ich dachte mir so, selbst das 56er Deva-Zeug kannst du theoretisch mit den TP nicht wirklich tragen. Also ich meine, was hast du an? Mega Low Damage. Hallo, geht's noch? Ich glaube, der war noch nicht mal in die Mana-Phase reingegangen. Tja. Achso. Ich wollte schon sagen, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Ja, aber hier muss er rein. Ja, es ist einfach. Was erwartet man von einer Instanz, die für 65er ist, müsste man jetzt überheblich sagen, aber. Ne? Oh, da ist das Zeug drin. Das ist natürlich toll. Yay. So quick. Kriegt man gleich bestimmt so. Da ist wieder das Zeug drin. Bestimmt so circa 54 von den Makiteilen oder so ein Scheiß. Ah, weiß, vielleicht drücke ich ihm das nochmal auf den Weg. Ich denke, dass er jetzt gleich durchrennt, sobald er hier ist. 1, 2, 3 und durchgedacht. Ja, das ist einfach ein Scherz, den ich manchmal mache, dass ich der Person, die durchläuft, mal eben schnell nochmal ein Schild gebe. Ich meine, wenn ich es vorher vorher schon durchgezogen habe, dann krieg ich effektiv dafür keine Aggro. Aber er konnte sich jetzt den gesamten Weg hier vorne sparen. Also an Schildzeit. Wobei ja trotzdem, was hat er gezogen? Ja, auch nochmal sein Schild, aber das ist nicht so krass wie eine Vertretung. Jetzt hat er theoretisch noch total viel ab, um da theoretisch aufzukommen, wenn er es schafft. Oh ja, hat er geschafft, easy. Ja, gut, okay. Okay.
Report-Hacker, weil ich glaube, 2 Uhr kommt da nicht drauf. Okay, interessant. Wer macht? Soll ich? Muss ich? Niemand macht freiwillig? Ach, okay, er macht selber. Yay! Ich muss nichts machen. Oh Mann. Obwohl, Schwabbel ist eigentlich cool. Da kann man immer AFK gehen, aber ich glaube, in der Aufnahme kommt das nicht so gut, wenn ich einfach mal so AFK gehe. Das ist kein Bug-Using. Das ist eine eingebaute Mechanik. Ich habe damit sogar mal über dem Support geredet. Das ist kein Bug-Using. Ist voll okay. Ich rede viel mit dem Support über solche Sachen, weil ich meine, man kann es ja tun, aber vor allem, weil ich es aufnehme, frage ich lieber, ob ich das auch darf. Ansonsten, ich würde mich ja interessant, das gehen du vor mir. Nee. Oh Gott, da war mein Gesicht, also das Gaffi-Gesicht. Hilfe. Auf jeden Fall ist es dann ein bisschen besser, wenn man mal nachgefragt hat. Vor allem, dieses In-Game auf den Button drücken mit Bot-Reporten bringt es halt wirklich nicht. Das heißt, vor allem, weil mich die Tatsache, dass es so viele Bots gibt, echt stört, habe ich wirklich massenhaft Tickets, wo ich einen Screenshot gemacht habe von einem Bot und ihn reporte, nochmal die Position dazugeben und so weiter. Ich meine, es ist einfach besser. Es ist einfach besser. Punkt. Ich mag das Bild in Aion von den ganzen Bots überhaupt nicht. Also, dass es so viele Bots gibt. Ja. Super spannend. Ja, zumindest weiß er, kriegt er einen in die Suppe gestellt. Da hatte ich mal. Ich meine, Templer können ja schon ziehen, ne? Und er hat trotzdem. Entschuldigung, voll gegen das Mikro geklärt. Ich glaube. Und das Mikro wollte. Und er hat es trotzdem nicht geschafft, den in die Fässer zu stellen. Total lang. Und oh, das war so nervig. Ich meine, du sitzt dann hier und denkst so, ja, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass es gefällt ist. Ich wollte auch irgendwann weitergehen. Und so weiter. Das ist halt einfach nur nervig. Da, los, geh rein. Ich weiß, dass ich das schaffe. Los, tu es. Oh Mann. Langweilig. Ja, zumindest haben wir es gleich geschafft. Ui. Ja, keine Ahnung. Langeweile halt. Können wir die Beute öffnen? Ich weiß, es kommt gleich nochmal 2 Beute, aber naja. Wir können auch die Beute öffnen. Wieso ist der Trierpass eigentlich noch nicht? Ach, der zählt ja erst um. Ach, mein Gott, ey. Wir können auch rein theoretisch Schuko-Spiel die 4 Teile wegmachen. Wie viel Zeit habe ich noch ein bisschen? Und ich bekomme durch die 4 Teile eh keinen Freudenturm. Jetzt muss ich mal kurz angucken. Ich will mal hier ein bisschen rauslaufen, nicht, dass ich unterbrochen werde. Was finde ich denn da sinnvoll? Also, so geil finde ich die letzte Stufe jetzt nicht. Was sind Friends, Dude? Kenn ich nicht. Vielleicht lohnt sich auch schon die davor. Einfach mal 15 von denen. Hä? Was? Wieso bekomme ich hier 15? Und in der höheren Stufe bekomme ich nur 10. Sieht das auch wer? Das ist ja total der Schwachsinn. Toll! Okay, ich würde definitiv sagen, dass diese Stufe sich mehr lohnt. Wohl. Aber die brauchst du eh nicht. Die ist eh scheiße. Warte. Das gibt doch. Okay, das ist rein theoretisch gut. Die Upgrade-Serum, das Upgrade-Serum ist natürlich nicht zu verachten. Gibt's weiter unten irgendwas Gutes? Ja, Boss ist gleich fertig. Ach, wir können es einfach mal einmal spielen. Ich würde einfach sagen, wir versuchen erstmal in 6 reinzukommen. Und danach entscheide ich mich nochmal weiter. Übrigens ist das jetzt auch nicht so, dass ich. Ja, so viel dazu. Stopp. Kräuter kann ich sagen. Gut. Okay. Okay, einfach mal so hinnehmen. Dass das hier eine Instanz ist, wo man sagen kann, ja gut, das ist halt voll der gute Punkt, um Youngtaler oder sowas hochzuspielen. Das ist alles ein Mythos, das ist total Schwachsinn. Also du hast halt deine Wahrscheinlichkeit X. Die Wahrscheinlichkeit X ist nicht von einem Faktor wie dem Ort abhängig. Punkt. Gott, ich hasse das, wenn die Leute den Mob töten, wenn ich gerade bei Backdraft ansetze. Ich meine, wie soll ich mir denn TP holen? Ich hasse das.
hasse es echt. Es ist total nervig, dann irgendwelche Mobs machen. Zu müssen und. Schon wieder, Dude. Das ist das dritte Mal. Geht eigentlich ganz gut. Ja, was auch. Oh. Oh. Also, das ist ein bisschen unheimlich. Ich meine, er schreibt das und. Offline. What? Jetzt mal ganz ehrlich. Was soll das sein? Achso, okay. Aber jetzt looten. Ich meine, jetzt. Jetzt. Das ist uncool. Okay, aber. Ich meine, da könnte rein theoretisch das Dings drin sein. Hab ich jetzt das auch mal was gekriegt? Ah, ich habe was gekriegt. Ich hatte das Geräusch gerade nicht gehört. Ja, warten wir halt. Wird schon nicht so, wenn es ein Sandbox ist. Ich meine, wenn du mit der Butterdatei. Ja, natürlich stoppe ich das einfach mal so. Mit der Butterdatei startet, brauchst du so ein paar Sekunden, um Ion zu starten. Wenn du es über ganz normalen Lautfilter startest, brauchst du zwar. Ich wollte gerade das Teil holen. Natürlich deine Zeit, aber. Mal sehen, wie viel aus Gold rauskommt. Das würde mich ja jetzt echt interessieren. Ernsthaft? BTF ist das wenig. Oh, das ist so blöd. Ich glaube, ich gehe Mobs killen oder sowas. Irgendwo ein Mob, der alleine ist am besten. Ah, jetzt ist er wieder da. Okay, dann kann ich umdrehen. Ja, ja, sollen sie. Hat ja nicht lange gedauert und ich kenne das auch, dass aktuell. Seit 5.0 bei vielen verstärkt jetzt irgendwelche Sandlocks oder halt Bugmeldungen oder es schließt sich einfach so weiterkommt. Warum auch immer. Da scheinen noch kleine Federchen drin zu sein. Solange er den Dude gekriegt hat, also theoretisch die Battlemat ist ja eh egal dann. Wo ich glaube nicht, dass irgendeiner dieser Personen hier, wo ich, außer die Leute, die ich natürlich nicht kenne, noch aktiv Battlemats braucht. Hui, WoW. Aber das Baden-WoW. Ach, das ist doch egal. Oh, oh, wir teilen uns auf und dann kriegt der eine Teil des WoW an. Hm. Ah, also von mir aus können wir. Okay, er legt los. Es ist halt. Ich muss jetzt gerade wirklich stoppen, um nicht. Ich selbst zu. Weniger Schaden und. Ha, das ist so blöd. Ich mag es einfach gar nicht hier. Hat so viele TP jetzt als neues halt dann Ding Level ab und so. Ja. Übrigens ist mir aufgefallen, ein Rentos Run. Jetzt mal von außen betrachtet, stehe ich hier echt voll locker. Nach dem Motto, ja, sind ein paar Kreise, ne? Trifft mich schon nicht. Und in Wirklichkeit denke ich mir, okay, links ein Kreis, rechts ein Kreis, beweg dich dahin, los, schneller, los, mach schon, geh da weg! Also, es ist halt wirklich nicht so entspannt, wie es vielleicht aussieht. Ich muss halt wieder was trinken. Oh. Und dieser Mythos nach dem Motto, ja, wenn du dich in die Türe stellst, kannst du unwahrscheinlich was abkriegen und so weiter. Es ist sogar so, dass, also zumindest war es immer so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass auch außerhalb der Instanz man den Schaden abkriegt. Also, dass da auch diese Sachen runterfallen. Von daher ist die Türe jetzt nicht drin. Ich meine, ihr habt es ja gerade gesehen, ich hätte mich eigentlich, außer beim ganz am Anfang, gar nicht bewegen müssen. Ich war gerade reingeklappt, der da. Alle ignorieren den, nur der kleine Gunner macht den. Oh Mann. Also kleiner Gunner, Anführungszeichen. Ich meine, er ist jetzt auch 67. Aber trotzdem, ich finde es ein bisschen, ich meine, man macht diese Instanz. Obwohl es eigentlich EP-technisch total egal ist, sie zu machen. Also ich meine, vorher, das sind jetzt nicht so die spektakulären Werte, die man auch so ein bisschen aus dem Kreis hast. Aber, naja. Gut, man macht es, um es zu machen.
sind ein bisschen gemein zueinander. Müsst ihr aber nicht ernst geben. Das ist alles okay hier. So. Und das ist etwas gut als Kantor, es ist was anderes, aber ich finde, als Kleri kann man hier oft so. Also, ich meine, die Castzeit ist schon erhöht. Ne? Die Castzeit. Castzeit ist erhöht, ja, genau. Genau im Gegenteil. Man hat eine Ex. Wieso? Das meine ich halt, manchmal nach Erosion kann ich keine weiteren Skill drücken. Warum auch immer. Gut. Auf jeden Fall, die Geschwindigkeit ist erhöht. Und trotzdem sind viele Kleris der Meinung, die ganze Gruppe geht zwar runter, aber sowas wie ein Gruppen hier. Nein! Wieso? Wofür? Das ist immer so tragisch. Ich meine, so lange brauchen sie echt nicht mehr zum, zum Animieren. Oh Gott. Zum Casten. Ich fand es noch so schön, als man bei ihm die Schildphasen überspringen konnte. Ja, klar. Doofer Mob, ey. Ich habe gerade erst meine Dots draufgesetzt, weil du eh nie mit dir gegangen bist. Dann machst du es. Boah, ist das blöd. Ich frage mich ja, ob es irgendwann so sein wird, dass die jetzigen 65er Ads, wenn man halt wirklich irgendwann sonst was für ein Level hat, einen nicht mehr treffen, wenn man selbst ja eigentlich diesen Level Resist haben müsste. Ich weiß gar nicht, ob das für Mobs zählt. Es ist so schwer bei diesen Lowy Mobs zu auszuprobieren, weil die auch eine sehr niedrige MAC haben, glaube ich, oder Security. Was weiß ich? Ich weiß nicht mehr, ob das bei solchen Mobs überhaupt existiert. Ich habe keine Lust, den Buff zu ziehen, da müsste ich jetzt den Geist beschwören. Es ist eh blöd. Ich hätte jetzt. Ich schalte mich immer zwischen. Ich mache den Lootwaff drauf, aber dafür machen wir gerade zu viel Schaden. Das heißt, wahrscheinlich werde ich mal mehr raufgegangen. Obwohl, der Endboss hat jetzt gar nicht so schlecht gegeben. Hat eigentlich den Key gehabt. Ich nicht. Oh, was schade. Equipment-Kiste. Oh, mal endlich eine mythische Kiste. Dann kann ich gleich mal zeigen, was ich da mal für ein Spielchen mitmache. Ich weiß gar nicht, vergessen abzugeben. Ja, ich weiß, das ist jetzt Rentus, ist jetzt nicht unbedingt was, was man sammeln sollte, aber ich habe einfach. Altgard. Ja, sollen sie von mir aus drin bleiben, aber. Na. Mohammed, ja, das, jeder hat da so seins. Gut, auf jeden Fall habe ich mir damals mal. Ich weiß nicht, ob ich die. Habe ich die Sachen getestet? Ich habe die Grendel-Sachen getestet. Alle. Wo sind die? Da. Brigadegeneral, die ganzen Sachen gefarmt und versucht auf. Also Max dort habe ich schon. Ich hatte nur noch nicht Max Stufe und. Ach, ich habe mir da einfach einen Spaß draus gemacht, weil man so oft gegangen ist und dann. Man kann es ja mal machen, ne? Was hatte ich denn jetzt nicht Stufe. Ja, so, Schulterteile müssen wir holen. Und halt jedes Mal disse ich eins, von daher ist es keine große Verschwendung. Ich habe halt nur ein paar mehr weniger gedisst als andere. Aber letztendlich die paar VZs, die man da mehr kriegt. Oder der eine wahrscheinlich. Ja, siehst du, das ist jetzt Dissen. Jo, so. Und ich meine, von daher, ich konnte auch einfach gucken, was es ist. So, du hast mir jetzt 301. Das ist so der Schwachsinn. So, und so als Info, aus diesem Supply, den kriegt man immer 808 oder ein anderer. Also, es gibt zwei Zahlen, die man kriegen kann. Das fand ich total interessant, als mir das gesagt wurde. Ich habe jetzt keinen statistischen Beweis, dass das wirklich so ist, aber das war in den Runs komplett bisher so. Das eine müssen wir kurz einsortieren. Ja, ich lege dafür sehr Wert, ansonsten wird nämlich mein Inventar immer so schnell voll. So, das. Ich habe ein paar Mats, wer sich das gerade gefragt hat. Also, die gesamten Mounts sind voll mit irgendwelchen Sachen. Ansonsten. Ich kann mal gucken, ob die irgendwas wert sind. Also so AH-technisch. Also ich glaube es nicht. Das meine, es sind komplett defensive. Und nicht mal gute. Ich meine, die M-Sub bekomme ich auch beim Offi-Buff-Routen. Da kriege ich nochmal aktive Stats dazu. Suchen. Also. Ja, das hier seid doch. Nee, okay, es sind andere. Das hier ist das Richtige. Aber das sind. Der hat das einfach dazu gesetzt nach dem Motto, es wird schon stimmen. Das heißt, ich verkaufe es jetzt einfach beim NPC, das hat keinen Sinn. Das nimmt nur Platz weg und ich wette. Hat das eben 20.000 pro Stück gekostet? Ich glaube schon, ne? Ja, das hat 20.000 pro Stück gekostet. Ansonsten hätte ich jetzt gerade, ich war mir nicht sicher, ob die 4
insgesamt 20.000 gekostet haben. Da hätte man nämlich mehr Gewinn beim Händler machen können. Das fand ich mal eine Zeit lang sehr lustig. Da haben die Leute vieles ins Aha gestellt und nicht bedacht, dass man es beim normalen NPC teurer verkauft bekommt. Oh Moment, ich wollte noch schauen. Wir haben nicht gestern, war es Samstag? Captain Obvious hat gesprochen. Nee, aber das heißt, ich weiß es nicht, ich habe nicht dran teilgenommen. Aber eventuell haben wir ein Pangea-Eingang und dann könnte ich jetzt meine. Vorne geht eigentlich schneller als der Kartentilport. Meine Abhema einlösen. Und, ja, das kann ich auch innerhalb der Folge machen. Mal eben kurz zum. Hoffentlich wird das Portal nicht umgesetzt, das wäre natürlich blöd. Vielleicht kann ich das gleich. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Pangea-Festung, nett zu wissen. Kann ich da auch mal eben schnell hingehen, nochmal so als kleinen Folgenabschluss. Ich meine, die Folge ist eh theoretisch übelst lang für mich. Ich meine, bei mir stehen jetzt 51 Minuten. Klar, bei euch ist es weniger, weil ich auch noch einen Teil nicht komplett drin habe. Der Anfang ist Mitte Teil, zweiter. Aber auf jeden Fall, ja. Us both same. Aha, okay, aha. There's. Us. Ah, okay, ja, das weiß ich, da hat sich jemand beworben gehabt, das muss ich noch weiter besprechen. So, der Typ ist immer noch da und auf jeden Fall gibt der hier die maximalen AP, die man aus solchen Items rauskriegen kann und ich konnte es jetzt auch einfach hier verkaufen. So, ich habe endlich wieder Platz, ist so ein kleiner Ticken mehr, es muss endlich die andere Schuhe kommen. Ich meine, ich habe ein 100er Stack von den Kackdingern hier. Ja, ich glaube, das war's jetzt so ungefähr. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis demnächst. Tschüss.